So, wir sind wieder zurück mit Kingdom Hearts Dream Drop Distance nach der kurzen Level Session. Ich kann so nicht genau dachte. Und? Was macht dein Drache da? Der läuft einfach gegen das Zelt. Lässt du das? Ja. Hallo! Okay, auf jeden Fall hat sich einiges getan an den Fertigkeiten, denn wir haben jetzt Immunität geholt. Damit sind wir während der Ausführung von Vitamagi geschützt. Sie können uns den Vita-Zauber nicht mehr unterbrechen, auch wenn sie zu sehr versuchen würden. Kampfportal. Ich lasse die jetzt einfach mal weg, weil sonst wird mir das mit dem Boss ein bisschen zu knapp. Und die Truhen hier. Ich schaue jetzt einmal kurz rundherum, ob ich ein paar finde. Und die, die ich halt nicht finde, die werden halt dann mal nachgereicht. Blitzattacke. Weil ich weiß nicht. Doch, so frei nach dem Motto, die, die du nicht findest, findest du nicht. Ja. So, dann, zieh ab nach Esmeralda, da ist nichts. Oder doch. Nee, das war eine Wand von dem Dings, okay. Tut mir leid, aber die Zeit, sozusagen die Sturzanzeige, die lässt mich. Die lässt mich keine Freiheit mehr. Quasimodo? What are you doing here? Phoebus and I came to warn you. Frollo's on his way. Take what you can and flee. Well done, Captain Phoebus. Thankfully, you are every bit as predictable as I had hoped. Dear Quasimodo, I always knew you would someday be of use to me. I have you at last, you witch. There'll be a bonfire in the square. No. Please, master. Huh. Frollo, I won't let you do this. No! Quasimodo? Esmeralda! Phoebus! He's taking her to a bonfire in the square. I gotta hurry! Esmeralda! Way to go, Quasi! Habe ich schon befürchtet. Was denn? Dass ich mein Deck nicht mehr ändern kann. Und wenn ich verliere, ist wahrscheinlich die Truhe dann auch futsch, denn es kommt jetzt schon der Boss. Besiege den Kriegsspeier. Oh. Die Geschichte von König von Notre Dame, König. Glöckner von Notre Dame endet ein bisschen anders. Ja. Und zwar stirbt Esmeralda da. Hm. Allerdings hat sich Frollo erstmal in Esmeralda verliebt. Die sagt so, nö, ich hab keinen Bock auf dich. Und dann wird Frollo sauer und verbrennt sie auf dem Oh, jetzt kann ich ihm... Ein Headset ist gerade abgeschmiert. Okay. Weil sie sagen wollte, Esmeralda so zu Frollo, nee, ich interessiere mich nicht für dich. Frollo so, yo, dann verbrenne ich dich einfach mit, okay. Weil ich sauer bin. So ungefähr geht die Geschichte in Wirklichkeit aus.
Oh. Du musst bieten. Ja. Aber zum Glück füllt dich. Ach nee, du hast Vitra eingesetzt. Ich dachte, das wäre das normale Vitra gewesen. So, wenn ich hinter ihm komme, bevor er seinen Spin-Angriff macht, dann habe ich auf jeden Fall schon mal. Gute! Aber gut, danke, es Möglichkeiten. Aua. Oui. Au. Was macht dein Spin-Angriff? Oder so. Das ist auch in Ordnung. So, nochmal heilen. Wow. Oh, hab dich erwischt. Oh, weg, bevor er mich schon wieder mit Spin-Angriff erwischt. Okay, was willst du? Ach, du willst wieder so agieren. Nein! Scheiße, bin ich nicht mehr weggekommen. So, und weg! Und heilen. Ganz dringend. Sehr gut. Hab halt nicht die besten Moves gegen ihn. Damit das Spiel nicht mehr wechseln ließ. Muss ich jetzt halt damit rauskommen, was ich jetzt gerade so habe. Oh, Vitra. Vita. Und draufhauen. Okay. Und weg. Ach, uff. Mist. Aber dein Vitra müsste jetzt wieder, genau. Hm. Aha. Autsch. Uff. Ach, jetzt hab ich fast nichts mehr gesehen. Aua. Seht ihr, wenn ich jetzt Immunität können wir nicht unterbrochen. Zum Glück können wir nicht unterbrochen werden. Wenn ich jetzt Immunität nicht tätig wäre, hätte ich schon alt ausgesehen. Okay, gut, wie ich dem jetzt entkommen bin, wahrscheinlich da. Wahrscheinlich doch auf einer Ebene ist. Und wenn ich unter ihm stehe, dann kann er mich doch nicht erwischen. Aua, au! Oh, heilen. Ach, oh, zum Glück. Noch einen Balken hat er. Wenn ich es noch besser timen konnte, konnte ich wahrscheinlich sogar auch den Schatten komplett verhindern. So, komm. Weg. Sehr gut, nur noch ein halber Balken. Ein bisschen weniger als ein halber Balken. So, nochmal heilen zur Sicherheit. Noch ein paar Treffer, so. Dann hast du ihn. Gut, dann ab mit Feuermühle. Und tschüss. Sehr gut. Deckkapazität erhöht. Aber das war doch. weil ich halt nicht das Deck hatte, was ich eigentlich benutzen wollte. Aber es hat wenigstens funktioniert. Mhm. I should have known you'd risk your life to save that gypsy witch.
just as your own mother died in her pitiful attempt to save you. What? Now, I'm going to do what I should have done 20 years ago! Hold on! Hold on! And he shall smite the wicked and plunge them into the fiery pit forever! Aufnehmen mit Wiedersehen. Quasimodo! Quasi! No! No! Quasimodo, you can't let your heart be... I know. I can't blame Frollo for putting walls around me. It wasn't the walls that were holding me back. But my heart is free now. I'm ready to really see what's out there. All that time, Quasimodo let himself be trapped inside the nightmares Frollo gave him. Hypocrite. You are the one who has made your heart a prison. You again? What are you talking about? Even if you are not the prisoner. Huh? War das nicht gerade der... War nicht das? Wahrscheinlich habe ich mir das auch nur eingebildet. Kann auch sein. Egal. My heart's a prison? Ja, das hat nicht die Chronik von Birth by Sleep. Und unten in die Videobeschreibung ist die Playlist zu Birth by Sleep verlinkt. Da könnt ihr euch das Projekt von mir ansehen. Schutzglocke. Ein Schlüsselschwert mit großer Reichweite und hohem Magiewert. Da brauche ich die Chronik nicht vorzulesen, dann erkennt ihr die Geschichte. Besser. Aber bevor wir in die nächste Welt gehen, werden wir den Sturz einleiten, damit ihr auch jetzt bei Eriko seht, was der für einen Bossgegner hat und seine Story hier zu Ende ging. Also geht das Zepter wieder zurück an Keanu. Yay! So, was willst du mit den Punkten? Ich nehme Sturzdämpfer 2, Angriffsfort 2, denke ich. Wobei, nee, Sturzdämpfer 1. Bleiben wir bei 1. Okay. 2 Punkte. Und so. Bitteschön. Dann zum Partybildschirm. Einmal Kontrolle zurücknehmen.
Plump. So, dann gucken wir doch einfach mal. Is she going to be all right? I'm fine. Thanks to Quasimodo. Quasimodo. Where did the creature go? It's up there. Right. Wait. Wait, I'll go with you. Thanks, but stay with her. Quasimodo. Did your heart have the answer? Na, dann wollen wir mal. Folge dem Albtraum zum Dach. Well, I guess you three got this covered. It was a walk in the park. How would you know? You don't have any legs. Yeah, but... Aw, give me a break. It's just a figure of speech. Both of you pipe down and get ready, because here comes some more. Na, wie ist die drei haben Spaß, ne? Mhm. So, da war die Tür. Beziehungsweise die Treppe. Treppe, ist auch okay. Yes, let it burn. The flames will consume everything. You see? This is the power that has been granted to me! I see a sad old man with a dark heart. Again, you are wrong! Now you will be judged! Just like the rest! Judgment is mine! You're Ansem. Was? You... Hä? Your best friend is never far. So sad. The cost of yielding to the darkness. You could write a book about that. But I embrace the darkness. And unless you hurry up and learn to do the same, your story will end just like his. I walk the road to dawn. Still afraid of the dark, I see. Den werden wir wohl nie los, was? Ja. Dachte, ich hätte ihn vernichtet. Wait. Schon wieder voll aggro. Ja. Afraid of the dark? Keine... No. Not while I have the Keyblade. It will guide me to the light. Ja, der hat einen neuen Trick gelernt. Jetzt kann er fliegen. Das ist nämlich auch der Kriegsspeier. Nur, dass er jetzt hier in der Luft ist. Und man kann auf der Hitzexplosion auch rumreiten, also man ist da nicht so komplett hilflos. Nope. Und bei mir hat er ein bisschen weniger Energie. Ups. Im Endeffekt sind sie miteinander verbunden. Mhm. Werdet ihr dann gleich sehen, wieso. What the fuck? Wann wurde ich denn jetzt auf einmal geheilt? Also Vita hast du anscheinend benutzt. Ja, aber so. Ich war dann schon geheilt, als ich das gemacht habe, also habe ich Vita verschwendet. Okay.
da gibt's einen Gang der warte. Da, ich wurde schon... Oder hat das kleine Kätzchen mich geheilt? Kann gut sein, dass der einen heilen kann. Sind halt produktiver als Donald, wenn es ums Heilen geht. Aha. So, wo ist er? Da ist er. Autsch. Ah, Realitätswandel. Ja, ich. Ja. Damit also Konst benutzen. Jetzt ist es glaube ich schon vorbei. Ja, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe, erfolgreich zu benutzen, das Ding. Glaub nicht, ich weiß nur, dass du gleich stirbst. Ja, ich bekomme das schon mit, wenn ich sterbe. Es macht zufällig. Ich hab nur Angst. Da. Ja, ist gut, ich versteh's. Ja, gut, ja. Oh, richtig rumspammen musst jetzt auch wieder nicht Kriegsspeier. So. Und das fällt erhöht. Neuer Sturzboni freigeschaltet. Bin wieder aus dem Speaker gekommen. Ständig. Doch, das kennt man. Ja, und da fällt er jetzt runter. Und das ist eben die Verbindung. Und deswegen war mein Kriegsspeier der, den ich fliegen konnte, weil Rico sozusagen. Oder Keanu eben ihm die Flügel gestutzt hat. Und zu Kingdom Hearts, da ist auch unten in die Videobeschreibung auch ein Link zu meiner Playlist, wenn ihr es euch gerne ansehen wollt. Das tut's. Wenn nicht, dann lasst's. Master Frollo. He made me live inside the bell tower. But the real walls were the ones I built around my heart. You helped me see that, Riku. I was speaking from personal experience. I'd say you still keep a lot locked inside. We all do that sometimes. There are just some things we need to keep separate from the world at large. At least until we have time to figure them out. I know the road my heart walks. Somit haben wir beide auch dieses Schlüsselloch geöffnet. Ja, und eine weitere Welt abgeschlossen. Und wie schon vorhin auch die Schlüsselloch. You haven't forgotten. What? You made us a promise. I did? That you'd always be there. To bring us back. Yeah. Got it memorized? Best friends forever. Got it memorized? Where? What happened to me? Roxas. That's me. Aber etwas ist anders an ihm. Ja, from die. Dylan. Alias. Heaven. Yenzo. Die kennt man auch von irgendwoher. Mhm.
wird's dann gleich lüften. Oder sammeln. Er wird's tun. We're people again. But only the ones who joined the organization here. I guess Xehanort doesn't count. But where are Brake and Isa? Und dazu habe ich leider kein Let's Play und wird auch keins kommen. Dazu müsste man. Da gibt zwar die Videos zu, allerdings das Spiel können wir nicht zeigen. Außer sie würden es entscheidend machen für die PS4 noch bringen als richtiges Spiel. Aber dazu habe ich auch schon was gesagt, das werden sie nicht tun, denn die Spiele sind. Ja. Na gut, wir gehen zum Raster. Die Welt besuchen hier. Das ist dann die nächste Welt, auf die uns erwartet. Und, Dann habt ihr einen Bonuspunkt. Die Frage ist nur, wo ist der Bonuspunkt? Aha. Toll! Hätte klappen können. Okay, langsam wird's lächerlich. Ja. Okay, ich habe den Kreis nicht gesehen, nur die Stäbe. Wo kommt der denn her? Aber der kam. Der kam einfach her. Da ist der eine Punkt. Hui! Hat leider nur für B gerecht. Weil ich so oft irgendwo gegengebrettert bin. My clothes. Is this world special? The Dream Eater! No. Let's see how this plays out. Another stray. Are you a prisoner? Yeah, it looks that way. Name's Sam. I'm Riku. Where are we, Sam? We're on the grid. The grid. Der Raster. You're in luck. Only a precious few are granted light cycle battle privileges. You gonna explain why it's so lucky? I'll show you. How hard can it be? Desintegriere deine Gegner mit dem Lichtrenner. Das ist noch brutal, noch Tonnen desintegrieren. Na gut, das ist noch harmlos, als wenn man sie zerstückeln würde.
Ich kann auch springen, ich Idiot. Ich krieg's nur nicht richtig hin. Auch das Lichtrennen-Minispiel, das darf ja auch nicht fehlen. Das ist ein bisschen anders als das, was wir schon kennen. Aha. Wow. Ach, und die Spur, die kann auch Schatten verursachen, wenn einer in die Spur entfernt. Mhm. Ups. So, wie viele Gegner muss ich noch desintegrieren? Frage. Okay, kommen noch mal welche? Ach, das wow. Sind dann fliegenden. Wow. Hilfe! Alter Schwede! Dann noch. Wollte eigentlich nicht den Modus wechseln. Okay. Wie sind's denn noch? Aber die Sturzanzeige geht zum Glück diesmal nicht runter. Ja, das wäre auch asozial, wenn das hätte. So viel zu deiner Frage. Ja. Oh, hi. Kommt noch einer. Den muss er jetzt auch besiegen. War mit 6 Leisten. Nice. Ja. Na gut, die kriegen wir wenigstens noch schnell down mit dem Lichtrenner. Sollte nur nicht gerade zu oft treffen, also man hat leider keine Heilungsmöglichkeit in dem Spiel. Wenn es mir keine bekommt. Okay, das war jetzt knapp Kiste. Wow, das war noch eine knappe Kiste. Und das auch. Ja, ist gut. Hat wieder extra. Ich bin froh, dass du das nicht machen musst gerade. Ja, das ist nämlich nicht einfach. Ich hab wenigstens den nervigen Boss hier. Sag mir mal, ich hab auch etwas, das spricht schwer ist. Okay. Und besiegt. HP-Höchstwert erhöht. Ja gut, aber den kann man richtig auswendig lernen. Also sobald man ein Gefühl dafür hat, wie er sich bewegt und man sieht, was für Bewegungen welche Attacken machen, muss man sich nur nicht mehr so dumm anstellen und dann hat man ihn. Er schießt ein Herzchen ins Loch. In die Wand. Riku! Dass sie auf den Jahren klopfen können. You escaped from the games. Yeah. I know a way off the grid. Wanna come with? No. You go ahead. Wait. What's the way out? Through the portal. Portal? Yeah, it's like a gate that opened when I came here. Once I'm back in the real world, I can delete Clue. And then my dad will be able to come home. Your dad?
He vanished 20 years ago when he came here to the grid. But because he needed to protect his disk from Clue, he went into hiding. He's been trapped there ever since. But I'm gonna change that. I see. Sam, you mind if I go with you after all? To the portal? Sure. I'll take what help I can get. But first there's somebody I need to meet. He's in the city. Der Vater und Sohn. I tried to get back, but I couldn't get to the portal. It uses massive power and it can't stay open forever. And like a safe, it can only be open from the outside. It closed on me, Sam. That's why I never came home. So the portal, it activated when I came in. So it's open now. Not for long. Only one millicycle. About 8 hours. So we go now. We go home. We make a run for it. We get you Sam, out of here. Don't rush. What do you mean, don't rush? The portal's gonna close. My disk is everything, Sam. It's the master key. The golden ticket. The way out. And not just for me. What do you mean? Our worlds are more connected than anyone knows. Clue figures if I can be in, he can be out. With my disk, it's possible. And then what? Game over. The guy doesn't dig in perfection. What's more imperfect than our world? I can't let that happen. I won't. So what do we do? Nothing? It's amazing how productive doing nothing can be. Clue is planning something. We've known that for a while. It's his game now. The only way to win is not to play. Yeah, well, that's a hell of a way to live. But it is a way. Sometimes life has a way of moving you past things like wants and hopes. That's great, Dad. Keep telling yourself that. Good night, Sam. Schon traurige Geschichte. Irgendwo. Na gut, Schlüsselschwert. Wie sieht das denn aus? Chapter wird in 5 Minuten beendet. Oh. Erhöht die Magie. Nehmen wir einfach mal mit, das Ding. So, und wir werden dann erstmal jetzt Shareplayer erneuern, würde ich sagen. Und im nächsten Part geht's dann weiter mit dieser Welt. Dann bis dann. Tschö. Tschüss.